Hallo und willkommen zu einem neuen Kritikvideo. Review Kritikvideo auf meinem Kanal. Ja, ich habe gerade der Leuchtturm gesehen. Ja, ich muss erstmal. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das Ganze anfange, darüber zu reden. Ist nicht leicht, darüber zu reden. Also, was ist das bloß für ein Film? Was für ein guter Film, Alter. Also der zählt jetzt schon einer zu meinen Top 10 oder sogar Top 5 Filme des Jahres. Also da wird kein bester Film erstmal rauskommen, der den toppen kann. Also der diesen Film toppen kann. Also da kommt erstmal kein Film raus. Auch nicht hier der Dune-Film oder der James Bond, der da bald rauskommt. Wo fange ich an? Also, der Film, weiß nicht, der wurde, glaube ich, gedreht auf irgendwelchen Millimeter. Der ist so grobkörnig, der Film. Der ist grobkörnig und der hat auch dieses Format, dieses hier, dieses so runter, dieses an Seiten abgeschnittenes. Dieses Format hat der. Das stört überhaupt nicht bei dem Film. Also, mich hat es nicht gestört. Ich war von der Atmosphäre des Films. Die Atmosphäre hat mich beeindruckt und die schauspielerische Leistung in dem Film, die beiden Robert Pattinson und William Dafoe hier, Robert Pattinson und William Dafoe, also die haben beide so eine schauspielerische Leistung gemacht. Also es fängt ja da an, die beide kommen neu auf den Leuchtturm, die sollen, nee, er hier, William Dafoe kommt neu auf den Leuchtturm, also er hier kommt neu auf den Leuchtturm. Und der andere, Robert Pattinson, der ist schon länger da. Und William Dafoe soll ihm helfen, den Leuchtturm sauber zu machen und zu reparieren und das alles. Und ja, und hier, und Robert Pattinson, also der ältere Mann in dem Film, der gibt ihm immer Aufgaben. Der gibt ihm immer Aufgaben, der brüllt ihn an. Wenn du deine Aufgabe nicht machst, dann kürzt er dir das Geld und alles sowas. Also, ey, wenn mir das passiert, im echten Leben, und mich würde einer so angehen, ich würde das schon längst abhauen. Ich würde das schon längst abhauen. Also von solchen Menschen, die mich so angehen, wenn ich nicht die Aufgaben mache, dann kürzt er mir das Geld. Oder was war da noch? Was war da noch? Denn, aber da waren, der hat ihn beschimpft. Der Film ist. Der hat ihn da beschimpft in dem Film. Und ist nicht leicht zu erzählen. Also ich kann schon sagen, das ist einer der besten Filme des Jahres. Also da kommt bis jetzt kein anderer Film ran. Ja, und. Der Film hat doch. Und dann sind die. Also der Film ist ein böser Film. Der Film ist böse. Dieser Robert Pattinson in dem Film, das ist ein böser Typ in dem Film. Also, wie die sich da angehen. Manchmal sind sie dann böse voneinander. Da merkt man schon von der ersten Minute an, dass sie sich nicht mögen in dem Film. Und dann auf einmal saufen die miteinander. Und dann singen die Lieder und dann tanzen die und dann sind die wieder befreundet. Die geben sich sogar Namen. Also ihren richtigen Namen sagen sie sich. Aber der Robert Pattinson spielt ja ein falsches Spiel in dem Film. Also ein falsches Spiel. Der spielt mit ihm nur rum. Und das kriegt einen, naja, ich will nicht spoilern, aber na, wie soll man sonst über den Film erzählen? Und hier Rebel William Dafoe, also er hier, der hinzukommt, der kriegt dann alles raus. Ja. Ja, also das ist ein richtig guter Film, Alter. Und gut, dass ich von anderen auch gehört habe, dass er gut ist, der Film. Sonst hätte ich mir den auch nicht geholt. Sonst wäre er an mir vorbeigegangen. Also, ich würde doch gar nicht, eigentlich kriege ich eigentlich gar nicht solche Filme. So eine, ich weiß gar nicht, ist das ein Arthouse? Für den Arthouse-Film ist das nicht. Aber eigentlich cool, das ist ein ruhiger, das ist ein langsamer Film, der beginnt langsam. Eigentlich cool ich gar nicht solche Filme.
Ich gucke eigentlich so, nein, auch nicht Mainstream, aber ich gucke gerne Experimentalfilme. Aber der Film wurde gedreht von, wie heißt der? Hier, Robert Eggers wurde gedreht, der Regisseur. Und der hat auch den Film gedreht, The Witch. The Witch hat der auch gedreht. Und ja, den Film kenne ich ja nicht, The Witch. Den habe ich noch nie gesehen, The Witch. Den soll ich mir vielleicht auch mal anschauen. Ja. Und er geht, genau, und hier Willem Dafoe. Den geht in den ganzen Film auch eine Möwe auf den Sack. Immer wo er hingeht, ist er die Möwe. Und dann auf einmal. Also, weiß nicht, was passiert in dem Film? Stirbt die Möwe da wirklich in dem Film? Habe ich immer eine Frage an euch. Stirbt wirklich die Möwe in dem Film? Weil der haut die so. Also, ist die wirklich gestorben im Film? Ich weiß das nicht. Das sah so echt aus. Also, da ist dem wirklich den Regisseur von The Witch, Robert Eggers, ein wirkliches geiler Film hat er wirklich erschaffen. Also, ich fand ihn richtig gut. Ich war richtig gefesselt. Der ist gut geschrieben, ist der. Und der spielt immer im Leuchtturm. Der spielt auch manchmal draußen. Und dann sieht man auch, die Wellen kommen. Und dann sieht man auch, dass es manchmal stürmisch ist. Dann sieht man auch, wie die Wellen an den Leuchtturm gegen preschen. Also gut, dass ich mir den geholt habe. Heute im Mediamarkt. Ja, den hatten sie heute da im Mediamarkt. Ja. Und. Jo. Was gibt es noch zu dem Film zu erzählen? Ohne zu spoilern. Also der ist. Ich hab für so viel überlegt über den Film, was ich alles so sage. Der ist auch irgendwie kritisch, irgendwie selbstkritisch, wie nennt man das? Ja. Ich glaube, den haben schon viele gesehen. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, aber ich habe ihn leider verpasst im Kino. Im Kino wäre bestimmt noch geil darüber gekommen. Weil man hört doch die ganze Zeit im Film von den Leuchtturmen die Sirene. Das ist richtig geil, Alter. Im Kino kommt da bestimmt noch geiler rüber. Ja, der ist ja ganz neu rausgekommen, der Film. Also auf diese Art von Filme, die mache ich auch jetzt. Und Silentium mag den Film ja auch gerne. Hat er auch gesagt in seinem Livestream, der vor kurzem war. Und die Blu-ray ist auch so in so einem Wendecover. Also hier, Wendecover ohne FSK-Logo. So ist die Blu-ray. Und dann finden sie auch in dem Film, dann findet hier wie lange geht's auf? 8 Minuten. Okay, ich glaube, ich komme zum Ende. Hier steht da hinten drauf: zwei Männer, kein Entkommen. Ein Horror-Kammerspiel, genau, es ist ein Kammerspiel. Ein Kammerspiel zwischen den beiden Schauspielern. Also die Geschichte reißt den Zuschauer in seinen Bann. Genau. Mich hat er echt beeindruckt, der Film. Ich fand ihn top. Schon einer meiner. Also, so ein guter Film, ey. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke mich bei euch, dass ihr das Video geschaut habt bis zu diesem Punkt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich für einen Daumen freuen. Einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und die Glocke aktivieren. Das sagen auch. Ja, das hab ich jetzt so. Ich weiß nicht, ob das was bringt, keine Ahnung. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Video auf meinem Kanal. Und ciao, ciao.